Ah, hätte ich doch das mit Wasser lernen sollen. Nee, aber das mit Wasser ist auch natürlich sehr cool. Aber ich glaube, Leben wäre jetzt in meinem Fall, weil ich ja schon ein paar Mal draufgegangen. Oh, hier ist ganz viel Schilf. Okay. Mensch, das kleine Stück, was du gerade gerannt bist. So, jetzt sehe ich es schon auf der Karte. Jetzt kann ich meinen Wegpunkt löschen. Es wäre so cool, wenn man hier irgendwie eine Brücke rüberbauen könnte. Dann wäre einfach mal, dann würde ich hier auf diese Insel ein paar Wohnhäuser draufsetzen oder so. Oder eine Fischerhütte. So, weil es alles so cool und so toll und so weiß ich was war. Packe ich jetzt hier meinen ganzen Stroh in meiner Bautruhe. Das ist jetzt meine Bautruhe. Fackel, es ist dunkel. Warum hat der die überhaupt weggepackt? Ich habe immer noch keine Schippe. Ich habe eben mit der Schippe sehr viel rumhantiert. Ich brauche wieder das Rundholz. Ich brauche einen Stock. Ich brauche das Stroh. Den Hammer. Und eine Axt. Ich muss dann hier noch reinschmeißen. Pelz. Stein. Die Samen mache ich gleich. Das ist so Rundholz. Oder ich baue gleich den da hinten. Das ist eine gute Idee. Transfer. Ich baue gleich den. Die Holzfällerschuppendings da. Bums da. Dann behalte ich mal das drinne im Inventar. Und werde mal eben zu meinem Beutel durchseppen. Wo ist denn der der Seppelbeutel? Hä? Wo ist mein Feld? Ach, hier. Aber mit Obst finde ich richtig geil. Also wenn sie Obst reingebracht haben, das ist richtig cool. Denn so Kohl. Und zack. Ein bisschen heller. Ah, mit der Fackel kann ich echt nicht ernten, ne? Naja, dann ist das halt so. Was habe ich hier noch? Ich hätte doch noch Zeug eigentlich angepflanzt. Ungepflügt. Hier ist noch Hafer. Das sieht man so schlecht, ne? Hafer, Karotte und rote Beete. Ich glaube, nächstes Mal, wenn ich ein Feld mache, dann planiere ich, dass das ist alles so bodenmäßig, so wie jetzt ist. Ich muss trotzdem noch die Schippe bauen. Ich so, die braucht eh zwei Rundholz. Ein Schläger. Hier, komm, wir bauen uns noch hier so ein Knüppel.
Eigentlich könnte es auch fast hierhin passen, dieses Häuschen, ne? Aber nur fast wahrscheinlich. Die Schippe muss ich auswählen. Die habe ich jetzt dahin gemacht, wo die sicher ist. Ich war zu schnell. Schippe, Schippe, Schipp. Was wollte er hier nehmen? Ist doch gar nichts. Den lasse ich mal. Ich will gucken, ob das passt. Ich muss ja nicht alle Bäume hier wegmachen. Das sieht nachher vielleicht doof aus. Oh, ich bin jetzt schon überfüllt, ne? Warum bin ich denn jetzt überfüllt? So viel Rundholz habe ich doch gar nicht mit. Ich habe Essen mit, ne? Ganz viel Essen. Stimmt. Ich werde erstmal das ganze Essen weglegen. Hallo, mein vertrautes Heim. Glück allein. Essen. Die ganzen Beeren rein da. Der Johanniskraut habe ich auch wieder wie eine Wahnsinnige. Obwohl das ja eigentlich das gute Zeugs ist. Nee, ist Vergiftung. Das brauche ich. Wegerich. Den nehme ich mal ruhig mit. Fleisch rein da. Gebratenes Fleisch. Komm, Rinder. Das muss ich noch braten hier. Das muss ich auch noch braten. Obwohl ich das gar nicht braten will. Ich brate nur das, was auf 50% ist. Ich hoffe echt, dass ich bald ein Kühlhaus habe. So, vorhin habe ich 19, jetzt mache ich nicht alle. Kühlhaus, Lebensmittellager. Ich glaube, das baue ich auch gleich. Wenn das wirklich so jetzt alles anfängt zu verfallen, obwohl ich Verfall ausgestellt habe, aber vielleicht haben die das jetzt auch geändert. Ich weiß es nicht. Ich kann ja jetzt schlecht einen neuen Speicherstand anfangen, dann ist ja alles weg. Okay. Den gleichen hatte ich vorhin auch, den Erfolg. So, das kommt auch hier rein. Ist auch Fähigkeit. Ich glaube, ich nehme trotzdem das. Da hinten will ich es wieder reinbauen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Holz ich brauche, aber so viel ist, glaube ich, allerdings nicht. Hat er es gerade auf den Kopf gekriegt? Und ja, ich verliere Leben, ne? Ich habe jetzt Leben verloren. Die Frage ist, durch was? Oder ist es, weil ich nicht schlafen gehe? Ich habe vorhin auch nicht drauf geachtet, muss ich sagen.
So, Gebäude. So, der Holzschuppen, da haben wir ihn wieder. Gerade sagen, was ist denn jetzt schon wieder hier kaputt gegangen, du? Jetzt wird mir echt so ein blödes Rundholz, ja. Aber diesmal habe ich vorgesorgt und gleich alle Ersatzmittel mitgenommen. Ah, das sind eigentlich die, die ich jetzt nicht fällen wollte. Na, egal. Fackel raus. So, ich kann Bretter herstellen und Brennholz, alles klar. Warum bin ich so groß? Ich werde jetzt mal hier hinten hingehen. Werde diese kleinen dünnen hier abpacken. Oder kriege ich Schaden, wenn meine Ausdauer alle ist? Aber die Axt war auch nicht ganz voll. Verstehe nicht, warum ich jetzt so übervoll bin. Ach so, ich habe 7 Rundholz und Pelz und oh. Ach, ich habe der ganze Strohgedünst mit. So brauche ich gar nicht so viel Strohgedünst. Ich brauche unbedingt einen Händler hier im Dorf, den ich Zeugs verkaufen kann. Oh Mann. Er ist so langsam mit seinen Strohhut. So, da kommt jetzt das Pelz auch rein. Die Stöcker hauen wir jetzt alle da rein. Das Stroh rein da. Rein da. Die rote Beete-Samen bringe ich noch nach Hause. Dann muss ich essen. Una Fladenbrota. So, und dann gehe ich hier auch noch was süppeln.
Gefühlt kann ich eh, glaube ich, nur drei Bäume ernten und dann bin ich schon. Ziemlich, ziemlich aus der Puste. So. Oh, endlich ein Ahorn. Hier sind also doch noch andere Bäume zwischen. Die Schmiede, dann Lebensmittellager. Und dann muss ich irgendwann noch mal ein Häuschen bauen. Also ich baue erstmal das Wichtige, weil bevor ich Bewohner habe, will ich erstmal auch ein bisschen Grund leben und alles haben. Ist ganz schön oft, also wenn ich da in der Nähe bin, ist da öfters einer drin als sonst. Jetzt habe ich mich natürlich übelst verrannt im Essenswahn. So. Steine brauche ich im Moment nicht. Stock brauche ich auch nicht. Ich hoffe einfach mal, dass die 8 reichen. Dass der Platz reicht. Gebäude, Häuser, Gewinnung. Ich finde das total knuffig. Ich bin gespannt, wie das gleich aussehen wird. Ah, ich habe kein Stroh mit. Rundholz, ich glaube 4, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich will auch nicht immer voll sein, deswegen. Das machst du super toll. Nein, wenn nachher die Arbeiter hier alles sehr schick machen, dann kann ich natürlich hier mehr anders bauen. Alles klar. Okay, bleibt so offen oder wie? Was kann da hier bauen? Eine Fackel, das sage ich ja, das ist, wie ich gesagt habe, die haben es jetzt getrennt. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also hier ist so Deko-Krimszeugs da. Ich habe keine Ahnung, ob man es braucht oder nicht. Also hier ist Deko-Werkstatt. Ah, cool, ja. Und hier ist denn. Das konnte man ja früher hier auch, glaube ich, alles bauen. Oder? Ja. Okay, Lebensmittel, Lager, Gebäude. Acht brauche ich. Nochmal 8. Und jetzt habe ich hier 3 drin. Also 5. Ja, ein bisschen mehr. Ich guck mal, was ich tragen kann. So ein Ahorn wäre noch mal schön.
Oh, die Haare stören. Zwei haben wir, fehlen noch ein paar mehr. Ah, ich muss gucken, nicht, dass wieder zu spät wird, für da hinten hinzurennen. 5:53 Uhr. Ja gut, ich könnte jetzt hinrennen gleich. Also diesmal bin ich definitiv schneller. Gleich mal im Inventar, ob ich es noch schaffen würde, einen Baum abzuhacken. Oder ob ich denn, nee, dann wäre ich übervoll. Nee, ich lasse das lieber. Aber meine Siedlung wird toll, aber doof finde ich, dass das Haus zum Durchrennen ist. Also das hätte fast man in der Mitte hinstellen können. Lebensmittellager. Ich bin echt am Überlegen, wie ich das hier alles baue. Oder soll ich das hier nebenbauen? Habe ich hier irgendwas gemacht? Nee, ne? Ich glaube, das Lebensmittellager baue ich auch hier. Ich baue da doch nicht die Häuser. Oder baue ich das hier so? Ah, ich will jetzt erstmal hier so ringsrum bauen. Ach, das wird schon alles irgendwie. Ich habe nicht genug Rundholz bei. Die Stöckereien. Rundholz 2 zu mir. Und dann gehe ich da hinten abernten. Lebensmittellager, Speicherhäuser, Speicher. Oh, das ist ja nur so ein kleines Ding. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt so ein großes Teil. Stöcker, Rundholz. Ach, das wird wieder. Es wird wieder der Wahnsinn werden vom Bauen mäßig. Transfer nehmen wir erstmal hier wieder über 100 mit. Stöcker haben wir auch genug. Rundholz haben wir gar nichts mehr. Das werde ich wahrscheinlich gleich besorgen müssen. Ich baue jetzt erstmal alles ohne Rundholz. Rundholz brauchst du echt en masse, ne? Das ist so wahnsinnig. Aber meine Siedlung, die wird so toll. Es sei denn, mein Hammer bricht ab. Jetzt dein Ernst. Nee, was brauchst du denn für einen Hammer? Ein Rundholz. Naja, ist ja nicht so das Problem. Alles klar.
Ah, die Axt ist auch gleich kaputt. Ah. Ah, schöne Siedlung. Gefällt mir. Steinaxt. Transfer einen Jo. Ah, hier ist nur Birke, ne? Ich muss mal echt gucken, ob ich denn höhere bauen kann oder mir höhere Dings freispielen kann. Also, dass das hier mit dem Hacken einfach schneller geht. Der war auf meinen Kopf. Ich mag jetzt hier das ganze Gebiet ab. Federn hier auch rumliegen. Quaften. Ja, bin ich auch nicht gerade leichter geworden, also. Sollte ich wohl nicht die ganzen Werkzeuge mit mir schleppen? Ich habe ich denn nicht angelegt? Ich habe ja fast alles angelegt, ne? Boah, aber Schippe muss ja auch mal mit haben. Aber so wie die Sägewerkzeuge könnte ich auch hier in den Werkzeugschuppen packen. Dass ich einfach, wenn ich unterwegs bin, auch nicht die mal mit habe. So. Es war blöd, dass das alles so Flechthäuser werden. Aber es ist mein zweites Haus mit Tür. Ah, ja. Ich brauche gar keine Stöcker mehr, ne? Ich werde mal die ganzen Stöcke aus meinem Inventar auspacken. Weil, wenn ich Stöcker kriege, kriege ich hier genug. Ich glaube, Strohbau. Jetzt habe ich das genau falsch rum gemacht. Stöcker komplett hier rein. Feder hier rein. Stroh packe ich zur Hälfte auch weg. Ich denke nicht, dass ich das alles brauche. Oh, und jetzt stell dir mal vor, man macht alles aus Rundholz. Also ich möchte eigentlich dann gleich alles zu Stein umwandeln. Ja, wer weiß, ob man die ersten Dinger eh behält, also.
Ich hoffe, das reicht. Ich will jetzt nicht da hinten noch hinrennen müssen. Aber ich glaube, das macht mein Inventar overvoll. Ich sehe schon, ich muss da hinten noch hinrennen. Ah, das gefällt mir gar nicht so, das Häuschen da hinten. Die Werkstatt sieht irgendwie blöd aus. Boah, das ist so ein. Oh nein, hier oben brauche ich zig Marundholz. Ey, geht's noch? Junge. Ich mache das jetzt, wie ich gesagt habe. Ich lege jetzt die beiden Dings ab, die ich jetzt nicht brauche, die hölzerne Hacke. Ist einfach mal vom Gewicht ein bisschen weniger. Die Sichel brauche ich jetzt nicht. Die einfache Tasche bräuchte ich jetzt auch nicht, aber die wiegt ja eh nichts.